Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved. Und da sind wir auch schon wieder. Ach ja, Mhm. mein Großer. Mit dir müssen wir echt nochmal was machen. Das sieht schlimm aus. Dankeschön. Da kann man nichts mehr Vor allem machen. deine Augen, die glühen, als hättest du. Oh, verdammt, das war ja gar nicht, das war ja dumm. Ja, das sind die Hulk-Augen, verstehst du? Ja, gut. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ach Mann, ich Ah, muss das nochmal ändern, echt. guck dir mal die Sonne an, ey. Wie geil das aussieht. Bin ich wirklich. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin ja mal, also ich bin ja meistens doch sehr verpeilt, aber das Ding hat doch zwei Sonnen, oder? Hä? Ich sehe nur eine. Also über diesen ganz hellen Punkt unten habe ich oben noch einen kleineren hellen Punkt. Ja, das ist der Sonnenreflektor da. Ja, ich gucke gerade seitlich. Ich habe immer noch die beiden Punkte. Ich bin irritiert. Ja, Aber gut. wenn ich hin und her gucke, dann bewegen sich die Punkte auch mit. Bei mir nicht. Bei mir bleiben die stehen. Also nur die kleinen Punkte, wo du halt diesen Spiegel, diesen Ja, dann hast du. Fleck hast, aber ich habe allgemein zwei Punkte da stehen. Ich kann dir das gerne mal upscreen, das kann ich dir nachher mal zeigen. Ich finde das echt irritierend, ohne Witz. Komisch. Kein Wunder, dass, wenn es hell ist, ich einen Sonnenbrand kriege, ey. Ja, das sieht doch schon richtig knusprig lecker aus, du, Ich wollte Alter. sagen, Grillhähnchen for the win. Alter, Vater, nee, jetzt ist gut, ja. So, dann Gut. fangen wir mal richtig mit der Folge jetzt an. Und zwar, wir haben uns jetzt Jo. überlegt gehabt, oder nicht überlegt gehabt, ist spontan einfach mal so gekommen. Hier ist ein Strike. Und ein Strike. Ein Trike. So, wir haben ein paar Dinger hier gefammelt. Haben also ein paar Narcotics, Narcoberries. Also, wir haben uns schon vorbereitet. Und haben ausgerechnet. Also, wir würden jetzt für einen Trike schon ein paar Minütchen brauchen. Und ich hoffe, der ist festgebackt. Dann fangen wir nämlich heute an mal mit dem Tame. Ein paar Dinos und an der Hütte müsste mich auch, ich glaube, auch noch ein Trike sein. Level 40 müsste der auch sein. Dann würden wir gleich zwei Dinos tamen und dann hätten wir natürlich super geile Reittiere, die auch super geil Bären farmen. Guckst du gerade nach? Gerade, wo der steht. Moment. Ich hoffe, er ist jetzt nicht weggerannt. Und, nee, der ist noch da. Alles Okay, klar. perfekt. Genau an der Hütte. So, dann erkläre ich auch gleich dem Jadofox, wie das mit dem Tame funktioniert, weil er hat es auch noch Oh nie ja, gemacht. das wäre episch. So, Moment. Hold on, I'm coming. Und was wichtig ist beim Tamen, also meine persönliche Meinung ist einfach nur mal, ziel immer auf den Kopf. Immer. Egal was ist, Okay. immer auf den Kopf, weil da kriegst du die am meisten. Okay, immer auf den Kopf. Bleib stehen. Ich Und stehe mir jetzt wenn da er, und wieder. du siehst, ja, wenn er Schaden. Oh, Entschuldigung, pardon. Wenn er Schaden nimmt und immer mehr Wunden am Körper hat, dann wird er irgendwann sterben, weil die Narkosepfeile dann nicht zu viel wirken. Dann musst du kurz warten, weil der Torpor, wie heißt denn der? Torpor müsste. Ja, genau, Torpor. Das ist ja der unter I, ganz unten rechts. Das ist der Wert. Desto höher der ist, desto. Ah, das ist der, den ich letztens hatte, wo ich da. Naja, gut. Genau. Wo ich bewusstlos gewesen bin. Genau. Schweinebacken. Null ist Aber natürlich gut. perfekt und dann musst du halt gucken. Also, komm, ich feile. Schießt du mich mal einmal. Nee, warte, ich zeig das mal. Achtung. Moment, ja, jetzt. Drück I. Ich habe I. Oh. Ah, okay. Okay, steigt. Oh, steigt. Ah, ich denke es wieder. Okay, alles klar. Wie hoch ist er gestiegen? Bis 5? Auf 25. 25, genau. Das ist das Fünffache von einem Narcoberry. Ach du himmlischer Heiland, na, herzlichen Glückwunsch. Ungefähr. Pi mal Daumen. Also wenn So. ich mal schlafen will, hau ich mir eine Portion Narcoberries rein und dann gute Nacht, Irene. Sozusagen, Läuft. ja. So, alles klar. Wollen wir anfangen? Immer auf den Kopf schießen. Und ich weiß nicht, ob er sich da rausbackt. Nicht so beim Krokodil letztens. Ich weiß es nicht. Also, wollen Oh, wir ich habe einen anfangen? Pfeil in mir stecken. Cool. Oh, dann nehme ich die wieder raus. Okay, kann ich nicht. Alles klar. Toll. Gut. Wollen wir anfangen? Okay, na dann. Und. Achtung, der erste Pfeil fliegt. Zweite Pfeil hinterher. Der dritte. Vierte. Bleib mal kurz stehen, ich will meinen Pfeil wieder haben. Nee, 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 nee. Vierte. Warte, 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 das kommt der fünfte. Und woran sehe ich jetzt, dass der Der kippt einfach um, denn. bewusstlos wird? Der kippt dann einfach um. Ah, okay. Okay, der Seemann ist stark am Schwanken, habe ich das Gefühl. Und. Ich Der will da raus. glaube, der ist eher am Umfallen, oder? So. Nee, der ist noch. Der lebt noch. Der bewegt sich noch. Ah, okay, Du gut. kriegst es mit. Und schieß Gut. mal ein paar Pfeile rein. Du hast ein paar mehr Pfeile als ich. Moment. Achso, das ist ja auf dem Kopf wäre am besten, ne? Genau, immer auf dem Kopf. Oh, das war's Auge, Entschuldigung. Okay, er verträgt noch ein bisschen. Kannst noch ein bisschen reinhauen. Okay. Jetzt, hör auf. Okay, alles klar. So, Ups! jetzt liegt er hier. Entschuldigung. Jetzt kannst du. Irgendwie tut er mir jetzt schon leid. Ja, der schläft noch ein bisschen. Jetzt kannst du hier sehen.
Dieses On. Jetzt sehe ich Leben. Genau, diesen Blitz, die Geschwindigkeit, das Essen und die Tragdings. Genau, siehst du das Level, das ist ein Female. Jetzt ist es on Cuses. Wenn das runterfällt auf 0, dann wacht er auf. Und put Food. Was? Wo? Was? Achso, die. Achso, okay, ja. Das Liane. Und put Food in Inventory to tame. Jetzt musst du natürlich hier so eine Bären reinhauen. Drück mal E auf den Dino. Jetzt habe ich ihn gefüttert mit irgendwas. Es hat ihn auch ein bisschen geheilt, habe ich das Gefühl, oder? Nee, du Futter macht er automatisch. Jetzt machst du noch die Narco-Berries rein. Und wenn, dann siehst du unten rechts, ist ja ein Top-Pur-Wert, wie da immer weiter sind. Jetzt klickst du auf die Berry rauf, machst Mute, Use Item. Also irgendwie kann ich gerade gar nichts auf den anklicken, beziehungsweise nicht mit E, weil... Also ich kann da ins Inventar zugreifen. Und so tamst du dir einen Dino. Aber wir sind schon noch in derselben Dings, ne? Ja, ich bin da neben dir. Nein, ich meine jetzt wegen diesem, sowas wie, ja, Bündnis, sag ich jetzt mal dazu. Ja, natürlich. Und siehst du, da oben steht da Tamed by Let's Survival 1. Und der sinkt immer ungefähr mal 50 runter, also du siehst, der Food hat da Maximum 5100. Okay. Und der sinkt immer, warte mal, sinkt da runter auf 5050 ungefähr. Dann hörst du gleich das Essensgeräusch. Futter musst du nicht machen. Hörst du gleich das Essensgeräusch? Warte. Dauert kurz. Der kaut ja zwischendurch, ja. Warte. So, das kann ein bisschen dauern. Ah, jetzt. Okay, da bei 60 sogar. So, okay. Siehst du? Und wenn das passiert, dann steigt der Taming-Prozess. Okay. Und natürlich, damit natürlich nicht aufwacht. Also sprich, nur wenn er isst oder allgemein steigt der Taming-Prozess? Nur wenn er isst. Okay. Und immer schön die Beeren nachfüttern, sonst wacht er irgendwann auf. Also diese Narco-Base. So, jetzt gehen wir noch zum anderen Dino machen, das ist auch noch schnell. Der ist erstmal beschäftigt. Ah, okay, jetzt weiß ich, was das Problem war. Okay, jetzt mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade, von vorne konnte ich anscheinend nicht auf das Inventar zugreifen. Ich weiß nicht warum. Das war genug eigentlich. Du hast jetzt die Narco-Berries drin und das normale Futter von ihm. Genau. Die Narco-Berries sind im Endeffekt dafür da, dass er erstmal noch am Boden bleibt, dass er sich selber erstmal sozusagen noch schlafen legt und die anderen sind zum Füttern da wegen Tamen. Genau, diese Magi-Berries ist davon alleine. Die Narco-Berries musst du manuell zufügen, damit er halt oben bleibt. Okay, das klingt natürlich schon mal praktisch. Ich habe jetzt noch ein paar Futterdinger nachgelegt und ein paar Narco-Berries. Und du siehst doch hier, guck mal, wenn du jetzt nur auf den Dino guckst, siehst du auch Taming-Effizienz. 82,6%. Desto höher das ist, desto schneller geht es. Und dann siehst du in Klammern plus 16 Level. Also wenn er getamed ist, ist er Level 40 plus 16 Level drüber. Also ist er Level 56. Und das sinkt halt, wenn du ihn jetzt zum Beispiel zaust oder er eine Zeit lang nichts futtert oder desto länger der Prozess auch dauert. Wenn also sprich, die Taming-Effizienz geht runter, wenn er jetzt weniger Futter hat oder ich ihm Schaden zufüge. Genau. Okay. Okay. Und desto länger er braucht, wenn er zum Beispiel für einen Dino 3 Stunden brauchst, dann klar ist die Effizienz irgendwann im Laufe der Zeit runtergeht. Wenn du zum Beispiel dieses berühmte Kibbel hast, was ich dir, glaube ich, schon mal erzählt hatte, dann geht das ganz schnell und die Taming-Effizienz ist halt Minimum, was dann runtergeht. Ah, okay. Also möchten wir uns relativ beeilen, bevor wir uns nachher mit dem Vieh rumschlagen dürfen? Oh mein Gott. Genau, komm, jetzt müssen wir zum nächsten Dino, jetzt müssen wir den auch noch tamen. Hast du gesehen, jetzt müssen wir gleich beide schießen, bis er umkippt. Wir brauchen ungefähr 10 oder bis 12 Pfeile brauchen wir. Okay, ich habe jetzt noch 38, das müsste reichen. Guten Hunger da hinten. So, hast du noch die Matchberries bei dir? Die Matchberries? Ne, die habe ich dem gerade reingemacht. Ich hatte bloß 10 Stück einstecken. Ich guck mal ganz kurz im Haus, da müssten noch welche in der Kiste liegen. Eigentlich war ich der Meinung. Ja, dann guck mal nach. Ich fange halt schon mal an, ihn zu tame. Also zu bewusstlos zu machen. Aber stirbt mir nicht weg. Ah, okay, hier sind noch 3. Das wird nicht ganz reichen, denke ich mal. Das nehme ich mal mit. Kann man dem eigentlich auch dieses Narco, die Weiterentwicklung von den Narco-Berries auch so reinmachen, dass man die nehmen kann, der Freck dafür? Oder muss man direkt die Narco-Berries nehmen? Wie jetzt meinst du? Dass, wenn man das jetzt, wenn man nicht die Narco-Berries nimmt und dem gibt, sondern das Narkotik zum Beispiel, wirkt das dann mehr? Oder kann man das überhaupt nehmen? Das Ganze reinmachen, das ist ja sozusagen auch besser als die ganzen Narco-Berries. Okay. Warte, ich mache jetzt den ersten Schuss. Moment, ich bin noch nicht da. Ich setze mir den Schuss. Ohne mich. Sau. Oh, warte ganz kurz, ich bin sofort da. Weil wenn das Narkotik nämlich besser hilft, dann stelle ich kurz ein bisschen Narkotik her. Okay, warte, ich habe ihn jetzt eingebackt hier. Ohne Probleme kann ich jetzt beschießen hier. Ja, schön. Ist er auf dich gegangen wahrscheinlich? Nee, doch nicht. Du bist ja gar nicht hier. Ich bin hier im Haus, der kann mir nichts. Mit seiner Figur kommt er hier nicht rein. Ich hoffe, ich kriege ihn hier vorne auch noch so gut getamed.
Komm schon. Und weißt du ungefähr, wie lange dann so ein Narkotik hält? Ob das von der Zeit her oder ist das dann... Das ist unterschiedlich. Okay. Er ist down. Ich brauche jetzt Narco-Berries und Major-Berries. Okay, mit den Major-Berries wird es ein bisschen kritisch. Ich habe nur 3 Stück. Egal, hau die einfach rein. Wir brauchen jetzt ganz viele davon. Ich sehe dich gerade nicht. Wo bist du denn? Oben. Den Weg hoch. Hier links, 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 links. Links? Oh, Moment. Hier links. Ja, hier liegt es gut. Hüpf mal. Ich bin hinter dir. Ach, hier bist du. Hier liegt er. Stell mal deine Fackel hin. Kannst du so eine Standing Torch hinbauen? Sehe ich schon wieder nicht. Alter, bin ich blind oder so? Vergräbst du dich im Boden oder machst du dich nur unsichtbar? Hä, da wo ich gerade... Da warst du gerade. Lauf mal zur Hütte. Ich muss mal... Richtung Hütte, okay. Scheiße, okay. Wir brauchen Futter. Wir brauchen richtig viel Futter, Mann. Jetzt haben wir ein Problem, ey. So, ich pack mal ganz kurz meinen Bogen weg. Kann man dem theoretisch auch andere Bären geben? Kann man schon, die aber die sind oder? Aber nicht so effektiv denn. Aber sie würden theoretisch schon wirken eine Weile. Genau. Okay, dann habe ich nämlich noch ein paar Azulberries einstecken. Die könnte man wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir müssen noch ein bisschen sammeln. Weil wenn der kein Futter hat, dann geht das Timing wieder runter. Bin ich wieder Richtung Hütte gelaufen, aber ich sehe euch trotzdem nicht, Alter. Warte mal, hier. Ach da, okay, alles klar. Bau mal bei dem Dino deine Standing Torch hin. Moment, ich muss... Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das Zeug dabei habe. Moment, ich muss kickern. Oh, mach mal schon die Metro Berries rein. Okay, warte mal, ich packe erstmal jetzt das Zeug rein. Ich habe hier noch... das kann ich mit dazu packen. Hier sind die Narcotics. Und... jo. Komm schon, ein paar Metro Berries. Ach ja, jetzt wollte ich das. Ja, das ist halt recht irritierend, weil wenn du das im Quickslot hast, dann hast du es automatisch nicht im Inventar, warum auch immer. Ich packe jetzt mal zur Not noch die, wo sind sie? Hier, die Azulberries mit rein. Okay, auch wenn sie nicht ganz so effektiv sind, aber... Ja, der frisst ja erstmal die ganz normalen Magiberries. Die Dinos fressen auch immer erst ihr Lieblingsessen und dann kommt der Rest. Also so wie wir sozusagen. Ja, sozusagen, ja. Also Fleisch und Gemüse auf dem Teller, erstmal das Fleisch und das Gemüse versuchen wir unter dem Tisch verschwinden zu lassen. Alles klar. Da esse ich erst das Gemüse, weil für Fleisch hebe ich mal zum Schluss auf. Das Beste kommt bei mir zum Schluss. Okay, alles klar. Erstmal das Gemüse vernichten, damit ich es nachher noch einigermaßen runterspülen kann, wa? Genau. So, den hauen wir wieder hoch. In der Zeit... Die ganze Zeit muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bereue es jetzt gerade ein bisschen. Ich habe zwischendurch diese Major Berries immer weggeschmissen. War vielleicht nicht ganz so dolle. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich werde das in Zukunft echt irgendwo in der Kiste lagern, auch wenn ich es nicht brauchen sollte. Hast du eine Torch hingebaut? Achso, warte mal, ich wollte da noch wegen Material gucken. Stimmt, warte mal. Die Torch, ich brauche... Oh, einmal Flint. Okay, hol ich mir. Moment. Also, insgesamt brauchen wir 2. Einmal bei dem Dino und bei dem anderen, also bei beiden. Okay, dann muss ich... Ja, Flints. Okay, die Flints habe ich. Wieder so. Relativ... Müssen wir mit den Badgerberries, ich hätte voll vergessen, dass wir die so ewig brauchen. Ja, dass aber wir so viel von denen brauchen. Die Kälte zum Beispiel, wenn wir die jetzt tamen, die kann dem nichts antun oder nee, das irgendwie... Das ist denen egal. Okay. Ja, gut, bei dem dicken Fell hätte ich auch gerne mal. So, ich habe jetzt 4 Torches, die 2 stelle ich hier hin und 2 schaffe ich hinter zu dem. Alle, ja. So, einmal wieder und wo liegt er? Hier liegt er. So, Kumpel. Jetzt mal ein bisschen Licht und ein bisschen Wärme, auch wenn sich damit echt schlecht schläft, ich weiß. Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen Holz da reinpacken. Wäre zumindest, denke ich mal, von Vorteil. Ah, ja, hier haben wir... Ah, verdammt, halt, stopp. Ich glaube, das müssen wir erstmal aufteilen. So. Nee, halt dann das mal was nebenbei. Nein. Das mit, ich meine, ich finde das schön, dass man die einzelnen Sachen auch aufteilen kann, also halbieren kann. Mhm. Aber er halbiert sie so schlecht zwischendurch, wo ich mir dann echt denke, okay, einzeln halbieren wäre da echt praktischer. Ja, wenn du zum Beispiel 87 hast, dann versuchst du natürlich die Mitte zu finden, ne? Richtig. Oh, ich bin ein Level up. Dankeschön. So, jetzt gehe ich nochmal zum anderen Dino und guck da, ob da alles in Ordnung ist. Pack da die paar Narcotics rein, die ich jetzt gerade da bei dem einen rausgenommen habe. Okay. Sollte eigentlich... Okay, ja. Der Gutste hat jetzt erstmal ein bisschen Licht hier. Ich komme mal rüber zu dem anderen. Ja, ist dann werde ich bei der Hälfte, denke, aber... mal noch ein bisschen auf die Sammeltour machen nach den Major Berries. Oh, der sind ganz schön. Den muss ich die mal reinhauen hier.
Ich werde bei dem auch noch ein paar andere Bären mit reinmachen, wegen Notfall. Aber werde dann erstmal noch ein bisschen sammeln gehen. Weil ich glaube, das ist gerade. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht meinen Kopf in sein Maul stecken, weil das ist jetzt nicht ganz so hilfreich, denke ich mal. Brauchst keine Angst haben, ist ja kein Fleischfresser. Na, Gott sei Dank. Ich leck da kurz mal dran. Na, lecker, voll die Sabber am Gesicht. Ja, läuft dir lauwarmes Gesicht runter. Lecker. Hä, hey, bin ich jetzt besoffen? Ich hatte doch gerade. Ei, verbipscht! Ach, bin ich denn doof? Egal. Ich nehme halt noch eine her. Ich hatte jetzt gerade aus Versehen eine von den Handfackeln hergestellt. Ja. Egal, dann mache ich jetzt den. Kann ich die mir jetzt hier hinstellen? Okay, oder auch nicht. So, erstmal auch nicht. Tut mir leid, dass ich nur am Sammeln bin, aber. Weil Leute, die Ark spielen, wir wissen ja, wie so etwas funktioniert. Nee, nicht Pfeil und Bogen, das will ich haben. Mit den Strikes kannst du super später richtig schön Bären sammeln, da ist kein Problem mehr. So, dann packe ich jetzt hier die 25 rein. So, die Fackeln sind jetzt auch an. Oh, also, ich bin ein Genie, ich weiß, danke. Okay. Das sieht gerade einfach so episch aus, wenn du die zwei Fackeln so siehst und den Dino genau in der Mitte, das sieht irgendwie, weiß auch nicht. Gehe ich gerade feste drauf. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. So, gut, dann packen wir mal Pfeil und Bogen wieder weg. Gibt's jetzt eigentlich irgendwas, was man zum Beispiel herstellen kann, wo man jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt Dinosaurier dafür braucht, wo man zum Beispiel schneller oder besser abernten kann, oder? Wie ist meinst du jetzt? Ja? Naja, zum Beispiel, wie ich, so eine Sense oder ein Flug oder irgendwas, wo man halt relativ schnell oder schneller, sag ich jetzt mal, die Sachen zum Beispiel hier abernten kann. Bären? Nein. Ja, zum Beispiel, ja. Du kannst dir eine Sichel bauen, rennst über die Sträucher und kannst dann Fiber sammeln. Ah, okay, also nur Fiber im Endeffekt. Genau, die Bären musst du leider per Hand machen oder per Dino. Okay. Also so, das ist mein Stand, den ich weiß, also. Okay, na gut, dann sammeln wir erstmal so weiter. Achso, Quark. Bin ich gerade schon wieder weg. Kannst du Alzheimer das grüßen, ganz ehrlich. Mel Damage? Genau, Mel Damage ist auch gar nicht mal so schlecht. Dann sammle ich nämlich ein paar Bärenbären ein, also mehrere Bären ein. So, ich wollte mir jetzt gerade noch die Macho Berries reinlegen. Und der kriegt. Warte mal. Bist du gerade bei einem anderen Dino? Jojo. Wie viel Futter hat denn der drin? Von seinen jetzt? Von den Macho Berries? Ja. Mit meinen hat er jetzt 13. Okay. Dann bringe ich mal noch 10 rüber und die paar Narco-Berries, die ich jetzt hier einstecken habe. Der andere hat jetzt nämlich noch ein paar, also der durfte noch ein bisschen auskommen, bis ich jetzt da wieder ein bisschen mehr habe, hoffentlich. Wie gesagt, zur Not lege ich halt noch ein paar andere Bären rein, das ist ja nicht das Problem. Hauptsache, er hat halt erstmal was zu futtern, auch wenn es jetzt nicht sein Lieblingsfutter ist. Okay. Huch! Entschuldigung, wollte mich nicht aufstellen. So, dann kriegt er jetzt noch 10 von den Metro Berries. Oh ja, der braucht definitiv Narco Berries. Und dann hau ich mal noch die da mit rein, die Azul Berries. Da hat er jetzt 90 Azul Berries, das müsste ja, denke ich mal, eine Weile reichen. Ja, sollte reichen. Und dann sammle ich jetzt erstmal noch ein bisschen nebenbei. Achso, halt, mein Level Up ist ja available. Ich glaube, dann gehe ich jetzt auch mal ein bisschen auf dieses Melee Damage, hast du gemeint, ne? Ist genau. Das nicht mehr? Okay. Gehe ich jetzt mal auf Melee Damage. Was können wir denn da noch alles lernen? Boah, ich dachte, der wäre aufgewacht, ey. Das zu sein, das ist schön. Ihr kriegt da nochmal die reingewirkt und die. Okay. Da. Oh Gott, läuft hier rum. Was ist denn das da? Ach, ein Elch. Ich frage mich zwar, für was ich mir einen Fallschirm craften soll, aber gut. Wenn du zum Beispiel, das ist auch mehr für den PvP-Modus gedacht, wenn du Leute wenn du die Basen raiden willst und sowas, dann bist du auf dem Flugdino. Okay. Und springst dann vom Flugdino runter, aktivierst den Fallschirm, lässt dich da runtergleiten oder so. Denke ich mal, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber wäre für mich die logischste Erklärung, die es überhaupt gibt dann. Gut, ich bin jetzt erstmal glücklicherweise etwas höher im Level und kann die restlichen Teile der Ausrüstung herstellen. Das freut mich. Oh, das ist nice. Ich brauche nämlich Mütze, Schuhe und Stiefel. Schuhe und Handschuhe, ja.
Gut, dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich jetzt hier noch ein bisschen. Du hast nicht zufällig noch Leder einstecken? Nein. Das ist aber schlecht. Dann müssen wir eindeutig mal noch Leder sammeln gehen. Wenn du Leder mit Fiber meinst, dann habe ich genug davon. Fiber nicht, direkt Leder. Ja, ich weiß. Quatsch, warte mal, ist das? Das war gerade ein Witz. Achso, nein, nee, ja. Ich wusste jetzt gerade nicht, aber egal. Das ist allgemeine, das ist normal. Also, ja, nennt sich Geburtsurkunde bei mir. Muss reichen. Ach, verdammt. Warte mal, ich probiere mal was. Ich probiere einfach was. Ist jetzt, ob's. Hast du gerade gepfiffen? Ja. Okay. Was? Ich probiere mal was. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe jetzt noch 3 Pfeile. Mal gucken, ob ich den Elch getamed bekomme. Den Elch, okay. Oh, wackelt denn hier so? Voll in sein Horn reingeschossen, dann in sein Geweih. Nein, der war daneben. Uah, verdammt, verdammt, verdammt. Ah, ich glaube, der kippt nicht um, ne. Okay, kannst du vergessen. Rein gehabt. Uah, wo ist er denn jetzt? Hallo? Wen suchst du? Ah. Nein! Ach Gott, ich bin. Naja, egal. Ich bin gerade verwirrt. Hä? Wo ist der hin? Ach, leck mich am Arsch, ich geh jetzt nicht direkt ins Territorium, wo die T-Rex und so sind. Kannst du vergessen. Das ist aber nicht nett. Oh, verdammt, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Wo habe ich denn? Ja. Woodfiber Flint. Okay, ich brauche ein bisschen Flint, sehe ich gerade. Oh, das wird jetzt eine richtig schöne Folge. Farmen, 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 ey. Naja. Immerhin nochmal was zu tun, das finde ich schon mal gut. Ja, jetzt weiß ich, warum ich den Tame, warum ich den Narkose mich vor den töten, damit wir das Fell bekommen. Ist ja ganz vergessen. Na egal. Okay. Alles klar. So, jetzt muss ich. Hä? Oh, verdammt. Naja. Was du nicht im Kopf hast, hast du in die Beine. Ach, verdammt, Axt. Oh ja, wenn das Blut woanders hinwandert, hast du es nicht in der Beine, du. Nee, das ist richtig. Aber in der Region, wo die Beine sind. Ich wollte gerade sagen, etwas nahegelegen. So Knöchellänge, ne? Also Knöchelhöhe. Also ich sag mal über Kniehöhe. Ja. Das wird eine Beckenbodenparty. Ah, oh, geil. Heute nennt man das Matratzensport, früher war es Strandsport. Mhm. Aber gut, ja nein, ohne Holz kann man natürlich sich nichts herstellen, das ist natürlich zumeist richtig. Nein, ich hab's gewusst, verdammt. Aber es hat noch ein bisschen gereicht. Dann einmal das, und... Wo ist es jetzt hin? Und zweimal das. Nee, das wollte ich jetzt erstmal reparieren, dankeschön. Ich habe nämlich festgestellt, okay, am Anfang dachte ich, es wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich mir 2-3 extra crafte, damit ich halt ein bisschen mehr hab, aber ich sag mal, es ist auch, du kannst auch mit einer Axt rumrennen und die reparieren, also das ist ja im Endeffekt überhaupt nicht gesprungen, außer du bist jetzt in einem Gebiet, wo viel Dinos sind, dann ist es von Vorteil, wenn du mehrere Äxte hast, weil das Reparieren dauert halt immer auch seine Zeit. Ja. Und in der Zeit kannst du schon ein bisschen weggesnackt werden, also zumindest angeknabbert, sagen wir mal so. Aber ansonsten reicht das eigentlich, wenn du jetzt hier unterwegs bist mit Farm, weil das Lager, das bunkert dir nur so ein Inventar zu und du brauchst halt viel zu viel Platz und hast viel zu viel Gewicht mit dir rumschleppen. Genau. So, aber gut, jetzt werde ich erstmal mein Lager doch ein wenig zumüllen, weil ich mir habe sagen lassen... Hey, wir haben ja noch voll viel... Was? Wir haben ja voll viele Narco-Berries im Schrank, ey, und ich sammle wie ein Bekloppter hier, ey. Hatte ich zwar, glaube ich, erst erwähnt oder wollte ich zumindest erwähnen, aber na gut, wer weiß. Untergegangen. So, komm mir einmal wieder. Ach Gott, ich vergesse das immer wieder aufs Neue. Wie war das mit dem Teilen? So war das genau. Shift, genau. Achso, ja, Teilen ist ganz wichtig, ne? Vor allem mit mir, was kann teilen, ist kein Problem. So. Weil wir haben uns überlegt gehabt, wir sind den einen Trike, dann bin ich kurz weitergelaufen und sehen den zweiten Trike, da sind die in den Bäumen da festbacken. Dachte ich mir so ganz ehrlich, warum nicht gleich zwei? Wenn die Gelegenheit da ist,
Warum nicht nutzen? Zumal, dann ist es nicht das Problem, dass wir uns um den streiten. Genau, ja, das ist das. Und zweitens geht es auch viel, viel effizienter, wenn man zum Beispiel zusammen jetzt Bärensamen oder, Samen. Bären sammeln. Also Samen sammeln. Das, na eben, hast du eine Ahnung, wie lange die Samen eigentlich brauchen, bis die fertig sind, wenn man die zum Beispiel anpflanzt? Die, in diesem Beetding da? Boah, das genau. Weiß ich nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, tue ich nämlich mal so Beete anlegen mit so kleinen Samen, weil wenn das jetzt nicht ganz so lange braucht, oder es wäre allgemein, sag ich mal, auch ganz von Vorteil, dann könnte man nebenbei sammeln und hätte aber gleichzeitig noch die Chance, das nebenbei abzuernten. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Da müsstest du auf jeden Fall diesen Kompostbin machen. Mal gucken, ob ich mir den holen kann. Den könnten wir theoretisch, fällt mir gerade auf, oben auf dem Dach habe ich ja diese eine Schräge. Stimmt, die Dachschräge oben, das Dachboden. Nicht im Dachboden, sondern auf dem Balkon. Da habe ich doch, wenn du einmal rumrechst, rechts um eine Ecke ist doch dieses, da wurde ja dieser eine Bronte drauf geraved ist. Ah, okay, wo er seinen Breakdancer geübt hat. Und da drunter kannst du eigentlich die Dinger hinbauen. Würde eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aussehen. Brauchst du die dir einfach da runter und dann musst du nämlich diesen Code, den wir mal ausscheiden, dann musst du da reinmachen mit 50 Stätchen. Da kommt einmal fetter Laser draus. Also besserer Dünger. Und damit kannst du dann halt super schnell die Dinger. So, dann gucke ich mal, was ich dafür brauche zum Herstellen. Ah, wo ist es denn? Da ist es. Und mit den Beeten? Ja, und mit den Beeten müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil ich will's ja nicht, weil ich habe noch mit der Bude noch ein bisschen was vor. Wir brauchen also, nämlich, wollen wir dann die erstmal irgendwo aufbauen, schon mal die Beete, oder? Ich guck gerade, warte mal. Weil sonst würde ich sagen, dass man die irgendwie so neben das Haus am Wasser, weil ich denke mal, wird das irgendwie, dass man das gießen muss oder irgendwas? Ja. Ich glaube, ja. Also man könnte jetzt so auf die natürliche Art und Weise machen, wenn es regnet, werden sie bewässert. Oder machen wir halt mit diesen Pipelines, also mit diesen Wasserrohren. Könnte man das theoretisch auch direkt ins Wasser so ein Stück reinbauen, dass das halt permanent feucht oder nass ist, sage ich jetzt mal? Oh, das ist hätte feucht gesagt. Ja, dumm. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das funktioniert aber nicht, das glaube ich nicht. Also du wirst es da nicht hinbauen können, denke ich mal. Doch, ich glaube schon, aber ich glaube, das würde nichts bringen. Achso. Siehst du, selbst das Spiel meint, ich bin heiß. Hat er gerade gesagt, ich war hot. Den Rest lesen sie einfach nicht weiter, ne? Das reicht doch. Sonst werde ich nur wieder Depri. Also wie mit bei Gesprächen, also du erzählst und erzählst und erzählst und dann, du erzählst eine Stunde und ein Mensch fixiert sich nur auf diesen einen Wort, dieses eine Wort oder diesen einen Satz, den du gesagt hast und nagelt dich darauf fest.